So, Alex, jetzt sind wir bei den Ableitungen und ich habe jetzt das Tafelbild natürlich ein kleines bisschen verändert. Wir haben die Bedingungen für diese Aufgabe hier oben. Die erste Bedingung war ja f von 1 gleich 1,5. Das war das gleiche wie f von minus 1 gleich 1,5 und daraus ließ sich die Gleichung ableiten. 1,5 ist ja der f von x-Wert, ist gleich a mal a geteilt durch 1 zum Quadrat ist 1 plus b. Das war die erste Bedingung. Die zweite Bedingung war jetzt die Geschichte mit dem Wendepunkt. Die zweite Bedingung war f' von 1 gleich 0. Und dafür müssen wir jetzt f' bestimmen. Hier siehst du schon mal die erste Ableitung und den Weg mit der Quotientenregel. Und zwar ist dieses hier ein Quotient. Wir haben einen Zähler und einen Nenner. Und die Quotientenregel läuft folgendermaßen. Wir leiten den Zähler ab. A ist eine Konstante oder eine Zahl, jedenfalls hat es nichts mit x zu tun und deswegen fällt die weg bzw. wird zu einer 0. Also die Ableitung der Zählerfunktion mal den Nenner hingeschrieben, in diesem Fall 0 mal den Nenner hingeschrieben, wird das wegfallen gleich im nächsten Schritt. Dann steht hier ein Minus in der Formel, den Zähler hingeschrieben, mal die Ableitung des Nenners, x² plus b abgeleitet ist 2x, geteilt durch v'. Also, das kommt aus der U' mal V minus U mal V' geteilt durch V zum Quadrat. V ist der Nenner, also den Nenner zum Quadrat. Jetzt können wir hier oben ausrechnen, 0 mal diese Klammer fällt halt weg und minus a mal 2x ist minus 2ax. Und der Nenner bleibt so stehen, denn, und jetzt kommt gleich die Live-Vorführung der Quotientenregel. Inklusive einer Kettenregel als f'. Was wir nachher brauchen. F'' von x ist also, wenn wir das gleiche machen wollen wie gerade eben, Ableiten des Zählers ist minus 2a mal den Nenner hingeschrieben ist x² plus b in Klammern zum Quadrat minus das hier hingeschrieben ist minus 2ax mal das hier abgeleitet ist halt nach einer Kettenregel. Innere Funktion ist x² plus b, äußere Funktion ist die Klammer zum Quadrat. Das heißt, wir leiten erstmal das Quadrat außen ab, also 2 mal das, was innen steht, wird nicht angetastet im ersten Rennen. Von der 2 hier oben wird einer abgezogen, bleibt eine 1 übrig, müssen wir nicht hinschreiben. Und jetzt multiplizieren wir das Ganze kettenregeltechnisch, wenn das zu schnell geht, ja, oder zu hektisch wirkt, dann guckt ihr nochmal das Basisvideo Kettenregel an. Jetzt leiten wir nochmal die innere Funktion ab und multiplizieren das auch damit, geteilt durch. Und dann machen wir hier auch wieder das Gleiche. Dieser Nenner wird quadriert. x² plus b in Klammern zum Quadrat. Quadriert heißt nach dem Potenzgesetz hoch 4. Okay, jetzt können wir hier zusammenfassen. Dann steht da minus 2. Ja, nee, wir müssen ganz in aller Ruhe machen, denn zweite Ableitung. Wir haben zweimal den Nenner einfach so hingeschrieben. Und dabei passiert immer Folgendes, dass wir hier eine Summe haben. Dieses minus das, beziehungsweise natürlich plus das, denn hier minus und minus ergibt ja ein Plus. Aber das ist in dem Fall wurscht. Bei Minus und bei Plus gilt das, wenn wir links von dem Minus oder Plus und rechts von dem Minus oder Plus einen Faktor wiederfinden, den wir im Nenner auch wiederfinden, dann können wir den in der niedrigsten Potenz kürzen. Das bedeutet, die niedrigste Potenz ist ja hier dieses hoch 1, was wir uns vorhin gespart haben. Hier ist hoch 1, hier ist hoch 2, hier ist hoch 4. Wenn wir hoch 1 jetzt ausklammern würden, dann würde es hier ganz rausgehen. Hier würde x² plus b hoch 1 stehen bleiben und hier x² plus b hoch 3. Aber man kann sich das Ganze auch abkürzen. Wenn man das hier schematisch angeht, dann kann man diesen hier wegstreichen, hier von die 2 wegstreichen und den hier zur 3 machen. Und das funktioniert immer. Mindestens einmal. Deswegen mache ich das jetzt auch hier so. Ansonsten kann man sich auch das Basisvideo da nochmal zu angucken. Die 2 geht weg und diese 4 wird zur 3. Gut. Also, jetzt können wir hier ausmultiplizieren hier oben. Dann steht da minus 2 mal 2a mal x² ist minus 2ax², minus 2a mal b minus 2ab. Minus und Minus ergibt hier Plus. 2 mal 2 mal 2 sind 8. Hier stehen ja nur eigentlich immer überall nur Malzeichen davor. Und dieses Plus hier wird halt von Minus und Minus, weil hier in diesen Produkten nur einmal das Minus drin vorkommt. Also eigentlich steht hier minus 2 mal 2 mal 2 sind minus 8. Und dann kommt hier das Minus. Aber insgesamt müssen wir das hier wirklich alles nur miteinander mal nehmen. Minus 2 mal 2 mal 2 und dann Minus davor ist halt plus 8. Und dann kommt da noch ein a hin und x mal x sind x².
geteilt durch natürlich immer noch x² plus b in Klammern hoch 3. Und dann können wir hier diese beiden Kollegen links und rechts, der minus 2ab, zusammenfassen. Minus 2ax² ist so wie minus 2 Grad plus 8 Grad, also plus 8ax² sind dann 6ax² minus 2ab geteilt durch x² plus b in Klammern hoch 3. Jetzt nehme ich die erste Ableitung weg. Warum? Weil hier nur Wendepunkte sind und wir aus diesem Teil hier, da bin ich mir ziemlich sicher, die zweite Bedingung rauskriegen. Also nehme ich das Teil hier weg. Das war ja nur unser Hilfsscherge sozusagen für die zweite Ableitung. Dieses hier ist das Ergebnis, das wirklich zählt. Und jetzt haben wir hier folgendes. Und zwar haben wir hier jetzt eine gebrochen rationale Funktion, die soll 0 gesetzt werden. Hier steht ja f' von 1 gleich 0. Das heißt, ich setze hier für x 1 ein und dann soll hinterher 0 rauskommen. Das hier ist ein Bruch und ein Bruch ist immer genau dann 0, wenn der Zähler 0 ist. Der Nenner darf nicht 0 werden, da müssen wir aufpassen hinterher. Aber wir können jetzt hier bei den Zähler 0 setzen, weil nur sowas wie 0 durch Zahl 0 ergibt. Ja, der Nenner ist uns dabei vollkommen wurscht, was passiert, wenn der Zähler 0 wird. Es sei denn, der Nenner wird dann auch 0. Aber das wird hier nicht passieren, deswegen das aber nur so am Rande. Also steht hier 0 ist gleich 6 mal a mal 1 Quadrat. Na gut, 1 Quadrat hätte ich mir auch sparen können, minus 2ab. Also ist 0 gleich 6a minus 2ab. Das ist unsere zweite Gleichung zu dieser hier, mit der wir gleich den dritten Schritt machen, das LGS, lineare Gleichungssystem. Bis gleich.